So, wir starten, wir können anfangen, ganz locker stehen wir uns hin, auf die Matte. Wir starten ganz locker, mit locker Drabe. Erstmal reinkommen, Knie mit nach oben nehmen. Winkelt eure Hände an. Easy going. Versucht mal jetzt die Fersen hin, die Fersen hochzuziehen. Macht die Fersen zum Gesäß. Hört ihr die Musik? Daumen hoch, Daumen runter. Ja, geht. Ihr hört mich, oder? Das ist gut. Dann, nach vorne hoch, Knie vorne hoch. Sehr gut. Erstmal locker einmarschieren. So, dann ein hüftbreiter Stand. Wir nehmen die Arme lang und drehen uns langsam komplett ein. Ganz langsam fangen wir an, ja? Heißt wirklich langsam in die eine Richtung drehen. Versucht den Bauchnabel fest zur Wirbelsäule zu ziehen. Das Becken stabil und dann dreht euch mal oben richtig schön ein. Genau. Richtig Oberkörper verdrehen. Ein bisschen gewöhnen. Ich lasse mal schön schnell rein. Dann lass mal einen Arm draußen. Heißt, einen Arm hinten, der andere geht zur Seite und wieder auf die eine Seite. Sehr gut. Immer nur eine Seite. Dreht euch ein. Haltet jetzt das Becken wirklich gerade. Haltet es fix. Dann andere Seite. Wirklich den Chor festziehen, meine Bauchnabel zur Wirbelsäule. Hüfte steht stabil und bewegt euch oben schön ruhig. Sehr gut. Letzter. Dann müssen wir uns einmal einbeinig hin. Ich fange mit dem rechten Bein an. Wir fangen ganz locker an, ziehen es nach vorne hoch. Eines gestreckte Bein. Ob das was wir belassen, ist leicht gebeugt. Andere kommt das Knie nach oben. Geht langsam runter und wieder hoch. Dreimal das Ganze. Schön langsam zieht den Bauchnabel wirklich fest zur Wirbelsäule. Kommt rein ins Gleichgewicht. Letzte, dritte Mal. So, jetzt gehen wir gleich nach hinten in die Standwaage weiter. Ziehen uns nach vorne. Versucht den Rumpf stabil zu halten, ja? Der Rumpf stabil. Und zieht wieder nach vorne. Das Ganze dreimal. Acht auf eure Körpermitte, dass sie schön fix ist. Schön langsam arbeiten. Wer Schwierigkeiten hat mit der Balance, so mit sich einen festen Punkt mit dem Auge und schaut ihn die ganze Zeit an. Sehr gut. Beim dritten Mal wechseln anderes Bein. Fangen wieder ganz relaxed an. Dreimal nach vorne oben ab. Versucht wirklich den Bauchnabel zu nehmen und fest zur Wirbelsäule zu ziehen. Den schon mal fixieren. Einmal ganz locker zum Reingewöhnen. Das linke Bein ist leicht gebeugt. So, beim dritten Mal stoßen wir wieder hinten aus. Dreimal in die Standwerke. Schön langsam rein. Streckt euch. Körper mit dem Pins. Zusammen. Und wieder sprechen. Zusammen. Und das letzte Mal strecken. Jawohl. Dann schüttelt ganz locker eure Beine aus. Gehen wir auf eine Seite von der Matte. Wir fangen an mit Handwurf. Heißt Handwurf nach unten entlang. Chor fix, stabil stehen und wieder rausgehen. Hochgehen und wieder tief. Achtet mal drauf, wirklich den Bauchnabel die ganze Zeit zur Wirbelsäule zu ziehen, die immer zu fixieren. Letzte Mal, dann bleiben wir im Stütz. Wir halten den Stütz, leichten Liegestütz. Achtet mal drauf, die Hände sind unter den Schultern, Schulterblätter Richtung Decke und den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Wir werden gleich ein kleines Ziehen. Ja, wir gehen jetzt zurück und tappen mit der rechten Hand auf den linken Zeh. Heißt, tap, wieder fixiert stehen. Schiebt das Becken nach hinten raus. Die Schulterblätter drücken immer wieder Zeit zur Wirbelsäule.
Und wir halten wieder. Ganz normal halten. Schulterblätter drücken noch mehr Richtung Decke. Und das gleiche Spiel nochmal. Zurück. Tag. Schön langsam aufarbeiten. Drück dich. Schulterblätter Richtung Decke. Baumhabe zur Wirbelsäule. Letzte Wiederholung. Dann halten wir wieder die Position. Und geht zur Seite auf. Heißt jetzt linker Arm. Drehen uns zur Seite. Schau zur Decke. Halten hier. Und geht wieder zur Mitte. Gleiches Spiel machen wir gleich auf der anderen Seite. Wir rotieren gleich durch. Der untere Arm ist immer leicht gebeugt. Bleibt unter der Schulter. Dreht euch schön auf. Schön langsam. Sehr gut. Andere Seite. Jede Seite noch einmal. Als letzte Runde. Einmal diese Seite noch. Und dann die andere Seite nochmal. Sehr gut. Dann gehen wir noch runter. Wir nehmen unsere Arme aus. Gehen gleich auf Rückenlage. Wir starten jetzt ein bisschen die Crunches, einmal Rückenlage. Ich denke mal, warm ist unser Chor. Dann können wir ganz locker anfangen. So, wir starten als erstes mit Crunches, heißt Hände hinter die Ohren und versucht mal nur den Oberkörper schön einzurollen. Und der Rücken drückt Richtung Matte, Bauchnabel fest und let's go. Heiß, schön einrollen, Schultern kommen hoch. Beim Hochkind immer ausatmen. Wirklich mal darauf achten, Bauchnabel fest, Wirbelsäule gut flach halten und die Schultern rollen schön ein. Sehr gut. Und ausatmen, einatmen. Ausatmen, einatmen. Sehr gut. Richtig schön einrollen, wie ein Igel, sage ich immer gern. Letzter, kleine Pause. So, wir bleiben gleich darin. Wir machen das gleiche Spiel, wir bleiben in Crunches. Hände in die Locke, in die Ohren. Wir gehen hoch, halten eingerollt. Eins, zwei, gehen langsam zurück. Gehen wieder nach oben einrollen, fixieren, oben halten, Schulter bleiben oben und wieder ab. Und hoch, halten, halten, tief. Achte drauf. Schulterblätter kommen hoch. Unterrücken bleibt in der Matte. Wieder ab. Und Kopf hoch. Schön einrollen. Halten. Halten. Und wieder da. Und Gott. Wirklich schön hoch. Haltet hier fixiert. Zieht den Bauchnabel ein. Und wieder runter. Einatmen. Und ausatmen. Haltet oben. Halten. Tief. Letzte Mal. Hoch. Halten. Runter. So. Gleiches Spiel machen wir jetzt diagonal. Heißt, rechte Ellbogen, linkes Knie. Zuerst ganz normal Single, wobei ich gerne meine Hände am äußeren Knie vorbei tue. Abwechselnd, komme nach oben. Und der Rücken bleibt in der Matte. Schöne Crunches. Und der Rücken drückt in die Matte. Schultern kommen hoch. Kurz atmen heißt, beim Hochgehen, beim äußeren Knie berühren, kurz ausatmen. Push, push, sehr gut. Letzten zwei und Pause. So, Daumen hoch, ihr lebt alle. Jawohl, gleiches Spiel. Sehr gut, diagonal halten, halt. Diagonal hoch, halten, halten. Und ab. Schaut wirklich, dass beide Schulterblätter nach oben gehen, haben wir mehr Spannung drauf. Wirklich down, ohne Rücken zurück in die Matte, Schulter vorne hoch und wieder down. Hoch, halten, halten und wieder ab. Und komm wieder hoch. Schulterblätter richten von Boden weg. Sehr gut, wieder down. Und hoch. Hoch und ab. Und komm. Wieder andere Seite. Und ab. Immer schön abwechselnd arbeiten. Noch jede Seite einmal. Ab.
Und letzte Mal hoch. Und ab. So. Wir strecken unsere Arme mal hoch, machen uns lang, ziehen uns in die Länge. Sehr gut. Wir gehen auf Bauchlage. Wir gehen ein bisschen rein in den unteren Rücken. Heiß. Locker in die Bauchlage gehen. Wir arbeiten wieder raus. Unteren Rücken mit Gesäßmuskulatur fangen wir nämlich an. Legt mal eure Hände gemütlich unter die Stirn. Ihr könnt ganz gemütlich den Kopf ablegen, damit eine Verlängerung der Wirbelsäule ist. Dann, ganz einfaches Spiel mit den Füßen. Ich ziehe immer gerne die Zehen zu mir her oder ihr streckt sie gerne, damit wir Spannung im kompletten Fuß haben. Hoch und arbeiten mal ganz locker. Hoch und runter mit den Füßen, ja? Wir starten jetzt mal ganz sanft. Heißt, ihr könnt sie ganz ablegen am Boden. Zieht sie nach oben, über den Gesäß, unter den Rücken und legt sie wieder ab. Let's go! Schön langsam nach oben gehen, halten und langsam wieder runter. Hier wirklich schön langsam sauber arbeiten. Je höher ich sie zieht, langsam ist sie ablässt, desto intensiver wird. Sehr gut. Wer will, kann auch schon gleich die Füße die ganze Zeit in der Luft halten. Versucht sie gestreckt zu halten. Sehr gut. Nach oben mit den Füßen, hoch, langsam. Sehr gut. Die Füße stellen wir ganz gemütlich auf den Boden ab. Jetzt arbeitet der Oberkörper. Die Arme gehen lang. Handflächen zeigen zum Boden. Wenn wir jetzt zurückgehen, Hände an den Ohren vorbei. Die Handflächen zeigen zu den Ohren. Oberkörper kommt hoch. Beim Hochgehen ausatmen. Einatmen an diesem Punkt. Und ausatmen. Zieht euch schön nach oben, arbeitet wieder sauber und langsam. Heißt hoch, langsam. Kontrolliert und wieder ab. Und wieder hoch. Sehr gut. So, wir kommen wieder zur ersten Übung. Wieder mit den Beinen, heißt Kopf, leg locker ab an die Arme, Füße ziehen wieder nach oben und let's go, hoch und runter. So, die Intensität steigern wir, die Füße für jeden jetzt nicht mehr auf dem Boden, versucht wirklich die Oberschenkel hochzuziehen, über euer Gesäß, bringt es nach oben, langsam ab, kurz vom Boden stoppen, hoch, höchsten Punkt versuchen kurz zu halten, langsam abstellen und wieder hoch. Sehr gut. Schön hoch, langsam ab. Bringt Spannung im ganzen Körper rein. Letzte und Pause. So, gleich wieder mit dem Oberkörper, Arme lang. Und wir starten. Gleich spielen wir mit den Armen. Ziehen zu unserem Körper höher, ziehen den Oberkörper hoch. Und langsam wieder ab. Die Handflächen zeigen bei den Ohren zueinander, wenn sie nach vorne tauchen, wieder zum Boden. Sehr gut. Schön sauber langsam arbeiten. Zieht euch über den Gesäß nach oben, euren Oberkörper. Und langsam wieder ab. Sehr gut. Letzte und Pause. So, ihr könnt hier leicht in die Knieposition gehen zum Ausruhen, zum Durchdehnen vom unteren Rücken. Heiß Becken schiebt nach hinten, Arme lang. Kurz reinstretchen. Blick bleibt nach unten. Komm mal hoch. Vier Füßer stark. Nächste Übung. Vier Füßer stark. Wir arbeiten ganz normal raus. Heiß. Hände wieder unter den Schultern platzieren, Arme leicht gebeugt. Jetzt da, die Knie kommen aber leicht in die Höhe. Ja? Heißt, wir haben hier die ganze Rumpfmuskulatur. Der ganze Rumpf arbeitet und daraus machen wir verschiedene Übungen. Achtet wirklich darauf, dass ihr die Schulterblätter Richtung Decke drückt. Da haben wir eine ganz andere Aktivierung noch mit drin. Ihr habt noch kurz Pause, kurz durchschnaufen
In 10 Sekunden starten wir. Right, langsam in Position gehen. Wir starten in 3, 2 und let's go. Die Knie nach oben, die Schulterblätter drücken Richtung Decke. Da merkt ihr schon langsam, wenn die Knie Richtung Boden ziehen, aber nicht den Boden berühren. Und die Schulterblätter Richtung Decke drücken. Eine ganz andere Grundspannung im Bauch. Sehr gut. Die halten wir jetzt mal. Jetzt lang. Können wir ganz langsam nach vorne, diagonal nach vorne wandern. Mit den Füßen, mit den Händen. Ganz langsam. Schön sauber, langsam arbeiten. Wieder leicht nach vorne. Und kurze Pause. So, zweite Runde. Seid ihr bereit? Und let's go. Wieder Grundposition einnehmen und komm. So, dass ihr richtig schön Richtung Decke. Knie ziehen Richtung Boden, aber berühren den Boden nicht. Ja? Also merkt ihr gleich eine Spannung im Bauch. Jetzt, die Spannung halten wir. Wir tun abwechselnd unseren Arm versuchen, Richtung diagonale Schulter zu tragen. Heißt, Tap auf der anderen Schulter und dabei das Becken gerade halten. Heißt, wirklich die richtige Stabilität reinbekommen und schön sauber, stabil gerade bleiben. Je langsamer ihr arbeitet, desto schwieriger wird es. Sehr gut. Und kurze Pause. Gut. Wir kommen wieder zur ersten Übung. Heißt, es ist eine kleine Woche. Wir halten aber zuerst wieder. Ihr seid bereit? Let's go. Komm nochmal rein. Letzte zwei Übungen für Füßler. Wir halten. Schulterblätter Richtung Decke. Knie leicht Richtung Boden. Und wir wandern diagonal langsam nach vorne. Langsam aber auch nach vorne. Sehr gut. Ganz langsam. Jetzt langsam wieder zurück. Sehr gut. Halte die Spannung, so dass er da drüben nochmal Richtung Decke intensiviert nochmal. Gut. Schön langsam nach oben. Letzten 2, 1, Pause. Kurz nochmal durchlaufen, Hände ausschütteln. Letzte Mal nochmal mit dem Tap. Vorbereiten für Füßerstand. Und, ja, Knie kommen hoch. Habt den Grund stabil, Bauchnabel zur Wirbelsäule und komm, Tap auf die Schulter. Schön langsam, aber die Tür schön sauber. Sehr gut. Prima. Schön langsam arbeiten, drück die Schulterblätter nochmal Richtung Decke. Sehr gut. Ah, die letzten 10 Sekunden, komm. Drück nochmal die Schulterblätter Richtung Decke. Gut. 3, 2, Pause. Wow. Ich denke, ihr merkt es auch mit den Schultern. Wir können mal kurz reingehen in die Dehnung hier. Ganz locker ausschütteln. Andere Seite. Ganz locker. Ein bisschen ausschütteln. So. Da. Wieder auf den Rücken lagern. Ihr könnt einen kleinen Schluck trinken. Da gönne ich euch. Ihr seid fleißig mit dabei. So, hätte ich gesagt, intensivieren wir auch die Crunches. Heißt, wir starten wieder in der Rückenlage. Ich erkläre zuerst noch, ihr habt noch 15 Sekunden. Heißt, Crunch normal. Diesmal kommen die Füße leicht mit nach oben und wieder ab. Heißt, leicht nach oben gehen. Füße kommen mit. Sekunde. Ihr seid bereit? Let's go. Und komm. Schultern heben mit ab, Füße heben leicht ab und setzt wieder ab. Im ersten Durchgang könnt ihr wirklich noch mit Absetzen von den Füßen und den Schultern komplett am Boden. Zieht euch schön hoch. Heißt, das einzige Kontaktpunkt ist nur noch der untere Rücken zum Boden. Sehr gut. Gut, ausatmen beim Hochgehen und
einatmen locker. Wenn er unsein. Kurze Pause. Durchschnaufen. Jetzt könnt ihr die Hände gerne auf die Seite legen. Schultern kommen leicht hoch. Füße bleiben angewinkelt. Sie ziehen nach oben. Strecken in der Luft. Kommen langsam wieder her. Und setzen langsam ab. Achtet drauf. Der Unterrücken bleibt in der Matte. Die Schultern kommen nach oben. Heißt, wir haben wirklich eine schöne Spannung im ganzen Bauchbereich. Unter. Füße leicht abheben, 10 cm. Dann strecken so flach wie möglich am Boden. Ziehen wieder her und wieder ab am Boden. Achtet drauf. Die Schultern bleiben oben zur Koaktivierung. Sehr gut. Die letzten 5 Sekunden. Einmal noch. Komm. Es geht noch. Strecken. Und kurze Pause. Sehr gut. Jetzt dann. Die Arme kommen wieder mit. Hinten an die Ohren. Wir kommen hoch zum Crunch. Wir halten. Und diagonal. Heißt. Linker Ellbogen geht zum linken Knie. Zum rechten Knie. Linker Fuß streckt sich. Und bleibt in der Luft. Ja? Heißt. Linker Ellbogen, rechtes Knie. Linker Fuß streckt. Sehr gut. Kommt ihr richtig schön nach oben, halten die Spannung und wieder zurück. Hoch, halten und zurück. Ja, wer die Kraft hat, kann von mir aus gern beide Beine hier in der Luft halten und abwechselnd arbeiten. Sehr gut. Kurze Pause. Durchschnaufen. Wir kommen wieder zur ersten Übung, heißt Crunch mit Füße leicht anheben. Let's go, komm. Die gehen uns richtig durch. Ich merke schon gut den Bauch, ich hoffe ihr auch. Aber immer schön sauber. Noch weiter. Schultern kommen richtig hoch. Komm. Jetzt gehen wir mit den Schultern schön hoch. Die Füße müssen nur 10 cm abhalten. Das reicht schon. Höher müsst ihr gar nicht. Sehr gut. Komm. Hoch. 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 Halten. Langsam ab. Wirklich schön sauber langsam arbeiten. Schön in der Luft bleiben. Langsam runter. Hoch, hoch, ab, ab. Sehr gut. Komm. Letzter. Oben halten und ab. Wieder kurze Pause. Wir können wegen mir die Arme wieder seitlich haben. Achtet drauf, die Schultern rollen hier schön ein. Habt eine Grundspannung. Schultern sind oben und wir arbeiten mit den Füßen. Heben ab. Strecke. Kommen wieder her. Setzen locker ab. Wer will? Darf die Füße auch in der Luft lassen zur Intensitätssteigerung. Wichtig ist mir, die Schultern kommen hier nach oben, die sind bei mir in der Luft. Und habt eine schöne Grundspannung auf dem Bauch. Sehr gut. Schön locker arbeiten. Komm, die letzten Sekunden. Und Pause. So, wir haben noch eine weiße 4-1. Diagonal wieder arbeiten. Wer will, kann alle Viere in der Luft halten oder einfach ein Bein abgestreckt auf dem Boden und hier schön sauber langsam arbeiten. Es ist wichtig, lieber langsam zu arbeiten, als schnell und viele Wiederholungen zu haben. Kommt lieber mit den Schulterblättern richtig nach oben. Rollt euch richtig schön ein, streckt das andere Bein. Sehr gut. Aber die Langsamkeit hoch, hoch und langsam zurück, zurück. Sehr gut. Schön sauber arbeiten. Prima, dann werden wir auch gleich unseren richtigen Bauch brennen. Letzte Wiederholung. Hoch, hoch, tief, tief. Hoch. Kurz durchschlafen. Wir dürfen wieder alle Tiere von uns strecken. Langsam mal richtig lang. So, die Füße kommen zur Luft, Zehen kommen hoch und wir machen Two Touches. Hier nach oben, kurz, jetzt könnt ihr gerne auf Frequenz gehen. Gut, los geht's. Richtig Gas geben. Hier könnt ihr auf Wiederholungen gehen. Heißt, push, push. Sehr gut. Beim Hochgehen kurz ausatmen. Push, 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 push.
und kurze Pause. Wir legen gleich eine zweite Runde hin. Heißt nochmal richtig auspowern. Ihr seid bereit. Füße hoch und komm. Gebt euer Restes. Komm hoch. Push, push. Sehr gut. Hier richtig. Nimm die Arme mit. Nimm den Schwung mit. Und der Rücken bleibt so oder so in der Matte. Geht hier so viel ihr könnt. Komm. Richtig Power. Push, push. Sehr gut. Die letzten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, kurz durchschnaufen. So, was sagt die Zeit? Ihr könnt kurz durchschnaufen, gleich schlucken. Wir machen zum Schluss noch einen kleinen Plan. Bleiben. I feel it in my head. So, ich hätte gesagt, wir bleiben blank, wir fangen normal an und starten dann auf die Seite. Schauen wir, 40 Sekunden gerade, 40 Sekunden eine Seite, 40 Sekunden andere Seite, müssen wir finden den Loop heute, ja? Seid ihr dabei? Dann hätte ich gesagt, schmeißen wir den Timer an. So, ihr seid bereit, Grundposition einnehmen heißt, Ellbogen unter den Schultern. Ihr startet in 3, 2, 1 und Kopf. Hoch geht's. Becken hoch, Schulterblätter Richtung Decke. Sehr gut. Halbes Becken tief. Heißt, richtig schön anspannen. Sehr gut. Die Hälfte haben wir schon. Kopf. Drück die Schulterblätter mal nochmal richtig rein. Ellbogen Richtung Boden. Gesäß aktiv anspannen. So let's get down, let's get down. Letzten 10 Sekunden. Gut so. 5, 4, 3, 2, wir drehen uns auf unserer rechten Seite. Heißt, rechte Ellbogen bleibt unten. Beide gleich die Position. Komm, Becken hoch. Let's get down, sehr gut. Hier, in einer Linie. Becken bleibt vorne, Ellbogen. Wir haben auch die Hälfte geschafft. Komm, 20 Sekunden noch. Schön sauber halten. Letzten 10. 9. Jawohl, sehr gut. 3, 2 und wieder Seitenwechsel. Wir gehen auf die linke Seite ohne Pause. Linker Arm bleibt unten. Gott, weg ihn wieder hoch! Sehr gut. Kommen wir wieder schön in eine Gerade. Wer nicht mehr kann, kann alternativ den unteren Bein natürlich unterlegen. Anwinkeln. Gott, aber wir probieren alle Beine umzuleiten. Weg ihn vor. Wer will, kann dran zu arbeiten. Mit dem Fuß. Die Hälfte haben wir schon geschafft. Sehr gut. 10 Sekunden noch. Zwei, eins, kurze Pause. Einmal normal noch an, oder? Komm, einmal noch. Flach, den gerade Schultern. Nochmal ausrichten. Ihr seid alle bereit. Komm, die letzten 30 Sekunden. Becken kommt hoch nochmal. Wir quälen uns nochmal durch. Komm, wir sind in der Luft. Schulterblätter drücken nochmal richtig schön nach oben. Ihr seht, spannt an. Zieht ein bisschen nach unten. Wir haben einen schönen Gegenspieler zu unseren Schultern.
Gut so. Komm. 15 Sekunden noch. Wir haben es gleich geschafft. 8, 7, 6, 4, 3, 2 und Pause. Sehr gut. Ihr könnt locker die Arme ausschütteln, wenn ihr wollt. Dann gehen wir ganz locker mit einem kleinen Cooldown. Heißt, gekühlter Stand. Ein ganz kleines Spiel vom Katzehund. Heißt, Rücken drückt Richtung Decke und lässt sie fallen. Einatmen und ausatmen. Lasst euch schön fallen. Zieht den Bauch Richtung Boden. Beim Einatmen drückt euch nach oben. Sehr gut. So, dann Position einnehmen. Wir nehmen den rechten Arm, schieben unter den linken durch, gehen mal richtig durch, so weit wie es geht. Mal richtig schön durch, richtig wird es wirbeln hier, zieht wirklich den Arm hier lang, geht nach vorne so weit wie es geht. Halten die Position kurz, 4, 3, 2, langsam auslösen, kleines Spiel, andere Seite, linker Arm, in unsere rechte Seite hindurch. Und komm, richtig schön durchschieben. Zieht euch hier wirklich schön lang. Schön Oberkörper verdrehen. Halten. 4, 2, 2. Langsam wieder lösen. Sehr gut. Wir kommen hoch. Wirken aufstehen. Ihr dürft in die Hände ablösen. Ihr habt es geschafft für heute. Sehr gut. Hat Spaß gemacht im Chor. Einfach nicht nur Fokus im Bauch, sondern mal auf den ganzen und den Rücken mit dabei. Ein bisschen Abwechslung muss er sein.